Einen wunderschönen zusammen. Wie geht es euch? Ich hoffe doch gut. Willkommen zurück in meiner Witcher-Welt. Willkommen. Da war doch gerade noch. Ja, wo ist der denn? Wenn ich Pech habe, ist er unten drunter. Juckt mich aber auch nicht. Wir bauen oben weiter. Und zwar hatten wir ja gestern hier angefangen, den Kamin zu bauen. Ne? Sieht zwar sehr schön aus, der gefällt mir auch bombastisch. Der passt hier wunderbar rein. Aber er gefällt mir nicht an der Wand. Nicht da. Ich hätte ihn gerne hier irgendwo mittig. Und dann habe ich mir überlegt, was ist denn, wenn wir hingehen, hier die Räume mal leer machen, die Schlafzimmer, und die nach oben packen. Dann könnten wir nämlich hingehen, sag ich jetzt mal, hier durchbrechen und dann in die Nische die Küche bauen. Daneben dann die Vorratskammer und oben dann die Schlafzimmer hinbauen. Das wäre ja eine Möglichkeit, ne? Wenn wir dann hier die Schlafzimmer hinbauen, weil hier ist Platz ohne Ende. Guck mal, Schlafzimmer, dann ein kleines Badezimmer, ein kleines Badezimmerchen noch. Dann würde ich den Kamin, die würde ich mich dann gerne hier in die Mitte setzen. Weil wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also bei 5, 3, 4, 5 wäre hier. Wenn wir den da hinsetzen. So. Gucken, wie das aussieht. Sollst du nicht runterfallen. Dann lass uns mal. Der ist im Keller. Ich glaube, der ist hier im Keller. Ja, dann juckt er mich nicht. Dann juckt er mich gar nicht. Und zwar. Nein. E, nicht R, E. So, den brauchen wir. Den brauchen wir. Die können wir mal wegpacken. Den packen wir dahin. So, ne? So, wenn wir den da hin. Das sieht doch viel besser aus, oder nicht? Können wir nämlich hier wieder zumachen. Müssen wir gleich mal gucken, wo ich die anderen Steine hingepackt habe. Weil ich habe dann heute Mittag da hinten im Berg, habe ich noch abgerissen, einen Teil. Habe aber dafür meine Tasche leer gemacht. Mal gucken, wo der Rest ist. Der müsste da irgendwo... Da liegt er doch, siehst du? So. Da liegt er doch. Das nehmen wir auch noch mit. So, den können wir auch mal wegpacken. Wobei, dann könnten wir eigentlich den Durchbruch auch hier die Wand wegnehmen, ne? Oder? So, können wir das nämlich schön daneben stellen. Wir hätten hier noch Platz für einen Esstisch, für einen kleinen. Der muss ja nicht breit sein. Dann könnte man die nämlich auch hier wegnehmen, die Wand. Dann könnte man nämlich da so eine Küchennische reinbauen. Mit so einem kleinen Durchgang dann hier. So, dass du noch von beiden Seiten reinkommst. Könntest du hier Regal oder so. Wobei, dann müsstest du ja da auch einen Durchgang machen, ne? Dann müsstest du ja da auch einen Durchgang machen, damit du in den Dings kommst. In die Vorratskammer. Wobei, da könnte man auch so wie da drüben...
könnte man das mit den Treppenstufen dann machen. So. So, das nehmen wir auch raus. Da packen wir nämlich dann auch oben hin. Dann machen wir hier Treppenstufen rein. Hier machen wir dann einen Küchenblock rein. Dann könnten wir hier eigentlich so eine kleine Nische reinmachen, dass du dann da durchgehen kannst. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet. Da würde ich nämlich ich würde Eichenholz nehmen, ne? Da nehmen wir dann Eichenholz. Oder wieder Birke. Was haben wir denn hier? Wir haben leider nur von eingerahmte Eichentruhe? Nein. Guck mal, wir haben hier so schöne Eichenholzstuhl. Guck mal. Eichenholztisch. Schrank. Guck mal, da haben wir die Schränke. Nachtschrank. Dazu dann Regale nehmen. Das müsste doch eigentlich wunderbar passen, oder nicht? Hier, guck mal, Tankregal, die könnte man dann da hinstellen. Brauchst aber Glas für, ne? Da brauchst du dann Glas wieder für. Haben wir noch Glas? Aber wir machen uns das hier richtig schön. Guck mal, da haben wir noch Eichenholz. Dann bräuchten wir hier oben noch eine Truhe. Die Slabs können wir auch mitnehmen. Dann bräuchten wir ein bisschen Glas, ne? Ein bisschen Glas wäre jetzt nicht verkehrt. Haben wir hier noch irgendwo Glas hier oben rumfliegen? Da haben wir grünes Glas, da haben wir weißes. Aber wir haben Sand. Das ist so, Sand ist gut. Den können wir uns allerdings brennen, das Glas eben. So, brennen wir. Wir brauchen im Endeffekt nur 3 Stück. Dann hätten wir 3 Regale. Eine Eichenholzuhr. Nein, die brauchen wir nicht. Oder so ein Schildchen. Ah, es gibt schon echt geniale Sachen bei Minecraft. Das stelle ich ja immer wieder fest. Guck mal, 2. Komm mal voran. Hallo. Oh, ist der langsam. Ist der langsam. Ah, oh, siehst du. So, 3. 3. So, dann haben wir die 3 Bobbles. Die Glasbobbles. Dann haben wir das. Brauchen wir noch ein paar Slabs, ne? So. Dann bauen wir direkt noch 2. Kann man die nämlich drüben auch noch reinbauen. Irgendwo. So, dann lass uns mal gucken hier. Die könnten wir nämlich dann eigentlich... Hier gerade einer. Oh, jetzt bin ich. Macht sehr viel Sinn, da die Tür zuzumachen, ne? Ach, das ist die Wand. Oh mein Gott. So. Aber ist auch blöd, ne? So ist auch blöd. Wir brauchen auf jeden Fall hier oben eine Werkbank. So, nehmen wir mal eine Werkbank, die können wir hier reinstellen, die können wir da in die Ecke reinstellen. So. Dafür bräuchten wir dann Truhen. Dafür bräuchten wir Truhen. Holzkaffeetisch. Lach, komm, wir bauen uns erstmal ein paar Tische. So, haben wir 2 Tische, die können wir ja schon mal da in die Mitte stellen. Oh, sehr schön. Könnten wir eigentlich noch einen hinbauen, ne? Könnten wir noch einen hinbauen. So. Tisch. Bauen wir nochmal 2 hier, ne? Ja.
Bauen wir nochmal zwei. So, lass uns gucken. Das sieht aus wie so eine schöne kleine Tafel, ne? Wenn wir jetzt noch Stühle da dran stellen. Ist halt blöd das hier, ne? Den müssten wir eigentlich, müssen wir den zumachen, so blöd sich das anhört. Aber es sieht dann besser aus. Dann kannst du mich da an der Seite nämlich nicht durchgucken. Und einen Kronleuchter brauchen wir. Das heißt, wir müssten auf jeden Fall gleich nochmal runter an den Deko-Craft. Wir brauchen für da oben Kronleuchter. So, welche Stühle nehmen wir denn? Welche haben wir denn? Nehmen wir die. 6 Stück. Ja, das sieht gut aus. Einen dahin. Nein. Jetzt muss es so, ne? Da. Da. Den stellen wir da hin. So. Kann man lassen. Das kann man lassen. Das sieht doch gut aus. Dann könnten wir aber das Regal auch hier reinmachen. Oder wir machen hier ein Bild rein. Und da noch Regale hin. Wir gucken mal. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal die gleiche Kronleuchter und die neue Eichenbretter. Wir haben keine mehr, ne? Nein. Achi. Wir brauchen. Dann würde ich sagen, dann nehmen wir aber auch die Eichen. Hier die Truhen. Dann gehen wir mal ein bisschen Eichenholz im Keller holen. Sag mal. Da liegt die sich einfach in meinem Bett. Was ist denn verkehrt mit dir? Ja, was ist denn los mit dir? Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Oh. 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 Tut mir leid. War keine Absicht. Da haut er die einfach. Ich glaub's ja nicht. So, die packen wir da rein. Da haben wir noch Birke. Aber Birke sieht auch genial aus, ne? Aber nur Birke muss auch nicht sein, ne? Wir gehen mal im Keller gucken, ob wir da irgendwas an Eichenholz noch haben. Vielleicht noch ein paar Truhen oder so. Schwert. So, Holz. Eichenholz. Ein Deck haben wir und von dem Holz haben wir gar nichts. Das ist ja auch wieder bombastisch, ne? Wir haben kein Holz, aber wir müssten Birke müssen wir noch haben, weil Papa war ja Birke holen. Papa hat ja wieder noch ein paar Regale hier reingehauen. So, dann lass uns mal gucken. Dann machen wir aus dem Birkenholz, machen wir Truhen. Könnten wir eigentlich auch direkt hier machen, ne? 8. Wow. So, 16. 16 Truhen, das reicht. So, dann lass uns doch mal gucken. Wenn wir da jetzt ein paar Eichen hinbauen, also ein paar Eichenschränke, wie das dann aussieht. Dann bräuchten wir noch einen Ofen, ne? Wobei, da könnten wir hier eigentlich auch Schränke hinmachen, ne? So. Die nehmen wir mit. So. 1, 2, 3, 4. Wir nehmen erstmal nur 4.
So, wenn wir hier den Ofen, da die Werkbank reinstellen, das müsste doch klappen, oder nicht? Machen im Start die Werkbank rein. Hab ich. Das sind nur. Sandstein reicht nicht, ne? Ich brauche normalen Stein. Ich brauche normalen Stein. Und Kronleuchter brauchen wir auch noch. Weltwichtig. Das ist Bruchstein. Der hilft uns auch nicht weiter. Der hilft uns auch nicht weiter. Kronleuchter. Welchen nehmen wir denn? Kronleuchter Gold, Eisen, Kristall. Eisen. Also zwei Kronleuchter aus Eisen, wunderbar. Dann bräuchten wir einen Ofen, das heißt, wir bräuchten einen Bruchstein. Die Kohle nehmen wir auch mit. So, bauen wir auch direkt zwei Stücke. So. Dann könnten wir nämlich oben wirklich dann Schlafzimmer, also Schlafgemach und Waschdings reinbauen. So. Kohle rein. Dann gucken wir, dass wir die irgendwo noch jetzt unterbringen. Ich würde ja sagen, einen dahin. Und den anderen dahin. Kann man lassen, oder? Kann man lassen. Das sieht doch echt genial aus. Boah. Das ist auch schön. Das ist sehr schön. Das gefällt mir. Wenn wir hier noch ein Bild oder so dran machen. Oder wie wir unten haben, so einen Bärenkopf. Dann könnten wir aber die Regale auch hier hochbauen, ne? Zumindest zwei hoch. Dass man die dann befüllen kann. Wobei wir könnten da auch normale Regale nehmen, weil ja, hier kannst du ja nichts reinpacken außer Tränke. Normale Regale haben wir. Guck mal, da haben wir doch normale Regale. Brauchen wir die Slabs. Da brauchen wir die Slabs. 1, 2, 3. So. Dann Regale. 1, 2. 2 müssten ja reichen, ne? Ja. Mal, können wir da das Hähnchen reinpacken? Ah, das sieht doch gut aus. Töpfe oder so könnte man auch da reinpacken, ne? Töpfe könnte man auch da reinpacken. Was haben wir denn noch? Was können wir denn noch da reinknallen? Ich hätte jetzt gerne ein Bild oder so. Oder so ein Wandteppich. Bild. Ja, sehr schön. Spiegeldesign. Das könnte man auch noch da. Flowerpot. Ja, der sieht auch gut aus, ne? Den könnte man auch da irgendwo hinstellen. So ein Blumentopf, das stimmt schon. Der ist natürlich auch, ne? Die Katzchen. Ach, da passt er, ja. Ah, kann ich ihn auf den Tisch stellen? Ja. Das, ja. Lass man den da schön auf dem Tisch. Was brauchen wir noch? Wir bräuchten hier dann auch Regale. Wobei, da würde ich dann wie in drüben in der anderen Wohnung machen. Ich würde dann hier die Drawers machen, aber Eichendrawers dann. Zum einen sortieren die Vierer. Drawers. Die Vierer. Wo haben wir die Vierer? Hält 8 Stapel pro Schubfach. Können wir doch ganz einfach machen, ne?
So. Eins. Reichen da 4 Stück? Wenn wir die dann an die Wand hängen, müsste doch eigentlich reichen, oder? Sag ich jetzt mal hier. Wobei, die könnte man eigentlich auch in die Wand einlassen, ne? Da ist ja nichts mehr. So. Wenn wir dann hier die Falltüren vormachen. Könnte da drunter immer noch eine Kiste stellen? Gar nicht so dumm, ne? Das passt nicht, ne? Das passt nicht. Wollen wir jetzt da eine Kiste drunter stellen? Geht auch nicht. Geht das denn so? Ach, schade. Geht nicht. Ja, müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, was besser aussieht. Die können wir auch woanders hinstellen. Die können wir auch woanders hinstellen. So. Aber das gefällt mir. Das gefällt mir sogar richtig gut. Da könnte man nämlich da Salz und alles reinpacken oder so. Salz, Mehl. Könnte man hier noch so eine kleine Anrichte bauen, wo man dann noch kochen könnte. Doch, das gefällt mir. Das könnte man die Truhe, da hast du dann deine Getränke. Dann könntest du die Truhe, die könntest du dann, könnte man eigentlich hier hinstellen, ne? So, dann hier noch, hallo. Raus aus dem Vorratsraum, raus hier. Geht ja gar nicht. Nee, 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 nee. Hier noch ein Regal mit Töpfen dann? Regal. Plattenregal. Interessant. So, bauen wir das mich dahin. Ja, komm, ist in Ordnung. Das sieht doch richtig schnieke aus. Wenn wir jetzt noch hier ein paar kleine Dekos reinhauen. Wunderbar, das ist doch perfekt, ist das. Das ist doch wunderschön, ist das. Ja, das gefällt mir. Das sieht gut aus.